Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen für den Tag nach dem Brexit. Das war ja gestern der Tag. Mal gucken, wie es heute weitergeht in Großbritannien. Der Markt hat es eingepreist vorher, das sehen wir an den Charts. Wir gucken gleich mal rein. Auf alle Fälle freue ich mich hier wieder heute einige Live-Zuschauer auch zu haben. Rolf, auch dir einen schönen guten Morgen. Wir haben ja hier GoToWebinar und auch Facebook jeden Morgen live mit am Laufen. Wer mag, meldet sich gerne auch für den Link auf GoToWebinar an. Das geht am schnellsten, wenn wir einfach auf die Website von Tickmill gehen, zeige ich ganz kurz hier, da gehen wir einfach drauf. Wichtig, die deutsche Seite auswählen und dann hier in das Thema Ausbildung. Da haben wir jetzt eine neue Educational Website und da kann jeder hier bei den Webinaren raufklicken, was Pläne sind und dann einfach raufklicken und registrieren. Also relativ simpel das Ganze für die Planung zu machen und da verpasst dann niemand mehr irgendetwas. Hier ist übrigens dann auch der direkte Link auf unseren YouTube-Kanal, wo die Webinare ja von Aufzeichnung her auch immer mit zu sehen sind. Das also zu der kleinen Geschichte Richtung Anmeldung, es werden immer mehr Zuschauer und da freue ich mich auch wirklich sehr. Wir schauen, bevor wir auf die Tagesnachrichten und die Handelsideen blicken, in den Risikohinweis, den bitte ich hier auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen, die anderen Dinge hier abgebildet. Das Ganze bitte ich zu beachten. Was gibt es heute? Ich habe vorbereitet den WTI, wir schauen mal wieder ins Gold. Interessant, was dort zu sehen ist, wie sich die Regression momentan auf relativ hohem Niveau abspielt. Und dann haben wir noch US-Dollar, japanischer Yen als Vertreter der Währungen für heute. Bevor natürlich hier in die Vorbereitung hinein mit den Tagesnachrichten wichtig, 10.15 Uhr grob über den Daumen spricht der Governor Carney von der Bank of England. Wir bekommen dann um 10.30 Uhr noch den Verbraucherpreisindex aus Großbritannien. Aus den USA bekommen wir heute um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze, um 16.30 Uhr dann die Rohöllagerbestände und heute noch zumindest auf der Agenda stehend den Konjunkturbericht, das BIS-Book. Und an der Stelle bin ich mir persönlich nicht zu 100%ig sicher, ob das auch wirklich kommt. Thema Haushaltssperre, da gibt es ja einige Nachrichten, die nicht veröffentlicht werden. Eigentlich plane ich am Freitag in unserem Webinar wieder das BIS-Book zu besprechen. Ich habe aber keine Informationen gefunden, dass das BIS-Book nicht veröffentlicht wird. Das heißt, auf der Website war sozusagen die Information nicht drauf. Ich sehe gerade, das kommt, weil es von der Fed kommt. Okay, super, danke Andreas, freut mich sehr. Heißt also hier an dieser Stelle, wir gehen mal davon aus, dass der BIS-Book, das BIS-Book ganz normal veröffentlicht wird heute Abend um 20 Uhr. Das ist ja wichtiges Stellkriterium für die Fed. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir dann am Freitag den ausführlichen Bericht hier miteinander besprechen werden. Das sind mal so die wichtigsten Dinge heute für den Tag. In der Nacht spricht noch ein FOMC-Mitglied. Das ist dann aber für heute eher nicht so sehr relevant. Heißt also, das sind mal die wichtigsten Tagesnachrichten und damit ja, werden wir in die Charts jetzt mal hineinblicken und damit gleich mal kurzer Blick auf das Pfund. Wir sehen im Chart, ist nichts passiert. Punkt. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, ich gucke mal ganz kurz in die Stunde rein, damit man einfach mal sieht, welches, sag ich mal, welche Auswirkungen solche Währungen beziehungsweise solche äußeren politischen Einflüsse auch kurzfristig auf Währungen haben können, ohne am Gesamtbild irgendwas zu ändern. Das sieht man hier an so einer Kerze. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen im Stundenchart, ist das schön erkennbar, dass wir gestern hier, das war der Knall nach unten und dann zack, das Ganze wieder nach oben. Also es ist sehr, sehr schnell, wenn man vor solchen politischen Ereignissen tradet, muss man einfach hier recht schnell bei der Sache sein, recht eng am Markt sein und ansonsten ganz easy, einfach in Ruhe schauen, was passiert. Ich sage bei solchen Dingen immer, wer keine Zeit hat, eng am Markt zu sein, der lässt es einfach erst einmal bleiben und handelt getreu nach der Devise. Erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich als Händler. Und genau das ist das, was wir jetzt hier sehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie der Markt sich wieder einordnet. Das heißt, wir hatten ja hier vorher den Abverkauf, dann den starken Schub nach oben. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich die Korrektur dieser ganzen Geschichte hier entwickelt. Und dann werden wir sehen, ob wir steigende oder fallende Kurse nachhaltig im Tag
Tageschart sehen. Und dann können wir das Ganze Stück für Stück auch einordnen, was dann hier im Tageschart passiert ist. Das ist mal sehr, sehr interessant zu sehen, dass hier nichts passiert ist, wenn man sich mal Eröffnungs- und Schlusskurs im Vergleich zum Vortag anguckt. Aber während des Tages natürlich einiges hier hin und her gelaufen ist. Das also dazu an dieser Stelle. Und dann schauen wir jetzt mal in unsere Handelsideen für den heutigen Tag rein. Wir starten hier mit dem US-Dollar-Yen. Übrigens, wer Fragen hat, gerne einfach hier in die entsprechenden Chats die Fragen reinstellen, beziehungsweise den Wunschchart reinstellen. Dann schauen wir gerne auch mal gemeinsam rein. Ja, Andreas, das, was wir da gesehen haben, der Absturz und der Rebound, der war schon sehr, sehr interessant. Ähnliches haben wir hier vor ein paar Tagen auch in dem Währungspaar US-Dollar-Yen gesehen. Hier der, wie sagt man so schön, kleine Flash-Crash. Hier lief der Markt weit nach unten, nur um dann wieder zur Ausgangsbasis auch zurückzukehren. Und das ist das, was wir hier jetzt im US-Dollar-Yen sehen. Ich zoome das mal kurz noch etwas näher rein. Wir sehen jetzt hier im US-Dollar-Yen, das hier ist der aktuell laufende Abwärtstrend. Den hat es hier durch diese Übertreibung extrem weit nach unten gebracht. Und jetzt sehen wir hier an dieser Stelle hier im Markt ein Dreieck, nahezu ein symmetrisches Dreieck. Und symmetrische Dreieck in der Verortung eines Abwärtstrends spricht in der Regel dafür, dass der Markt dieses Muster nach unten auflöst. Das heißt, das ist ein bärisches Signal in der Verortung hier im Abwärtstrend, und der normale Weg, der normale gangbare Weg wäre der, dass das jetzt hier die korrektive Phase ist und diese nach unten aufgelöst wird. Das heißt, hier schauen wir einfach mal rein, was passiert, wenn der Markt hier runterläuft bei einem normalen Ausbruch. Was wir dann planen können, wären hier selbstverständlich das Thema der Tagestiefs mal anzuschauen für das Kurzfristige. Wenn das Ganze dann in den weiteren Verlauf reingeht, dann müssen wir einfach den Blick auf hier unten die 104,753 werfen, weil das war der normale Gang nach unten, die normale Bewegung. Das wäre dann also eine normale Fortsetzung dieser Trendbasis hier unten. Das können wir dann erwarten, wenn der Markt das macht, was er normalerweise in Trendverhalten macht. Aber es können ja auch immer andere wirtschaftliche Nachrichten dazu kommen. Heißt also, diese Muster werden manchmal auch negiert, und gerade für kurzfristig agierende Trader ist das ja dann auch interessant, dass sie sagen, gut, jetzt haben wir hier die Korrektur, wir laufen hier weiterhin in der Spanne von diesem Körper, hier verengt sich das Ganze, und wenn der Markt doch nach oben ausbrechen sollte, würde das jetzt hier in diesem Kontext bedeuten, dieses Muster wird negiert, findet nach unten keine Beachtung, die Korrektur dehnt sich etwas weiter auf. Da haben wir hier natürlich auch die Tageshochs oben liegen, zwei Stück hier im Bereich der 1,09,097 beziehungsweise hier drüben die 1,09,720, und dann haben wir hier noch das Widerstandslevel, wo der Ausbruch kam, erst einmal bei 110,138 im Markt liegen, bei einer Ausdehnung der Korrektur nach oben. Also normalerweise wird so ein Muster nach unten gebrochen. Wenn der Markt das macht, haben wir die Unterseite ganz klar als Favorisierung. Ob der Markt dann hier drunter läuft, das wird sich zeigen, aber auf alle Fälle ist das dann erst einmal Trendfortsetzung. Heißt, wenn man das mal ins Bild setzt, wir sehen jetzt hier oder haben jetzt hier, wenn der Markt nach unten bricht, hier den Weg nach oben gefunden. Das wäre die Korrektur nach oben hin und danach hier ganz normal der Verlauf nach unten hin. Und das wäre das, was man aus Sicht des Trendhandels erwarten kann. Auf der anderen Seite, wie schon gesagt, wenn es nach oben läuft, würde sich hier untergeordnet ein Trend bilden. Ich zeige das mal ganz kurz ein, der dann als nächstes auf die Oberseite laufen kann. Und hier mal schauen, was dann da kommt, nach oben hin die Korrektur etwas weiter ausdehnen können. Das hier zum Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Schauen wir dann mal in Richtung Edelmetalle zum Goldpreis. Den hatten wir vor ein paar Tagen, ich glaube vor etwas über einer Woche, hatten wir den schon mal auf der Agenda gehabt für das Thema des Tradings, und zwar hier als der korrektiven Phase, wo wir einfach gesagt haben, wir sind jetzt weit hier oben reingelaufen, jetzt wird eine Korrektur opportun, hier hatten wir dann die Umkehrkerze, und dann wäre möglicherweise eine tiefere Korrektur gekommen, wenn der Markt unter das Tief dieser Kerze gelaufen ist. Das war damals die Planung. Da sieht man auch ganz gut, muss nicht immer so kommen. Was wir jetzt haben, ist über die Zeit, so eine Korrektur entwickelt sich natürlich auch über eine Zeit. Was wir jetzt hier sehen ist, da gehe ich nochmal etwas näher in den Markt rein, dass man das etwas besser erkennen kann. Was wir hier jetzt sehen ist, wir haben hier diesen langen Außenstab auf der Oberseite und auf der Unterseite und die Korrektur auf diesem hohen Level laufen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir keinen Verkaufdruck bekommen, sondern eher, dass die
dass die, sag ich mal, die Akteure hier relativ innehalten. Und wir sehen hier gleichzeitig durch diese ansteigenden Tiefkurse, dass der Markt immer früher anfängt zu kaufen. Was jetzt hier nicht ganz so schön zu sehen ist, aber das ist beim Gold halt immer mal so, dass wir hier oben diese Abverkaufslunden immer wieder bekommen. Also das heißt, hier kommen oben schon noch immer wieder die Verkäufer rein, wo wir sehen, den Markt schiebt es dann doch immer ein ganzes Stückchen nach unten. Aber wir sehen halt auch, dass diese Schübe nach unten die Gegenseite nicht davon abhält, früher in den Markt reinzugehen. Und bei dieser Verortung, dieses Muster, dieses ansteigenden Dreiecks hier nach oben hin, ist das jetzt im Sinne des Aufwärtstrends eher ein Korrekturmuster, ein bullisches Korrekturmuster, was im Normalfall auch nach oben aufgelöst wird. Das heißt, hier mache ich den Trend mal noch ein bisschen kleiner, dass wir den schön sehen können. Hier sehen wir sehr, sehr schön den großen Trend und dann hier den untergeordneten Trend, was da hier so kommen wird. Und das ist das, was wir hier momentan sehen. Wenn der Markt tatsächlich hier nach oben rausgeht, das heißt auch hier klassisch nach Lehrbuchmuster, das Muster nach oben hin auch aufgelöst wird, dann ist mit Überschreiten der Marke von $1,300 der nächste Anlaufpunkt hier mal dieses Korrekturhoch um die 1,309 und dann können wir, wenn wir das Ganze mittelfristig auch etwas weiter planen wollen, das Ganze, das von Ihnen als Swing Trade beispielsweise auch planen möchte, der nächste Anlaufpunkt hier aus diesem Abwärtstrend heraus ist dann hier dieses Korrekturhoch um die Marke von 1.325 €. Das also mal zu sehen hier im Kontext zu dem, was wir gerade auch haben. Wer das Ganze mit Blick nach unten auch noch haben will und sagt, naja gut, wenn der Markt nicht nach oben geht, sondern hier eine Top-Formation irgendwann ausbildet und doch nach unten rausbricht, da haben wir natürlich nach unten hin kurzfristig ein paar Tagestief stehen, Ausdehnung hier in die tiefe Korrektur, da hatten wir ja das Ganze besprochen. Hier sind auch noch ein paar Werte drin aus dem Trendverlauf der Stunde hier markiert, beziehungsweise haben wir dann hier, wenn die Korrektur tiefer laufen sollte, was gegen dieses Muster hier oben wäre, aber was ja durchaus auch geschehen kann, dann haben wir hier im weiteren Verlauf nach unten erst einmal das Ausbruchslevel hier, wo dieser kleine Aufwärtstrend hier diesen massiven Schub gestartet hat, um die Marke von $1,251, beziehungsweise hier unten, als sich dieser größere Aufwärtstrend fortgesetzt hat, um die Marke von $1,243 für die Feinunze Gold. Also das ist das, was wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Im Trendhandel präferiert erst einmal das Ganze nach oben hin zu traden. Bei einer tieferen Korrektur haben wir die Marken entsprechend auch da. Das kann man dann sehr, sehr schön auch im Stundentrend verfolgen, wo diese Anlaufmarken herkommen. Das habe ich ja immer gesagt. Einfach markante Tiefpunkte raussuchen und damit haben wir das dann gelegen. Also hier sehen wir schön, der Markt läuft hier Stück für Stück nach oben. Das sind einfach eher Anzeichen, dass wir nach oben wollen als nach unten. Das hier entsprechend zum Gold und damit gehen wir in den dritten Markt für heute und zwar schauen wir jetzt einmal seit einiger Zeit wieder in den Ölmarkt hinein. Öl hat ja sehr, sehr interessant nach oben geschoben oder den Ölpreis hat es nach oben geschoben. Er hat ordentlich eine Gegenbewegung gestartet seit dem Tief hier unten bei etwas über $42. Hier unten hatte den ersten Haken geschlagen gehabt, da gab es den leichten Support um die 44,20 und dann kam dieser starke Schub nach oben und hier sind wir an einer interessanten charttechnischen Stelle auch stehen geblieben. Das mache ich gerne auch nochmal etwas größer. Hier oben, wenn man mal diesen kleinen Schwung nach unten hin sieht, ist das hier um die Marke von 53,21 grob ein markanter Punkt gewesen in den kleineren Verläufen. Und da genau sind wir stehen geblieben. Jetzt hat so ein bisschen Korrektur angefangen. Und gestern haben wir hier im Chart die erste Umkehrkerze gesehen. Wohlgemerkt, es ist noch eine relativ flache Korrektur, ja. Aber bei einem starken Markt passiert halt auch das manchmal. Und hier kann man jetzt gerade als kurzfristiger Trader doch noch den ein oder anderen guten Trade-Gedanken fassen, indem man sagt, jetzt, wie läuft denn die Stunde? Also was ist hier in den beiden Tagen in der Stunde passiert? Und was passiert hier aktuell in der Stunde? Und da sehen wir halt aktuell, wie ich es gesagt habe, hier in diesem Bereich das Umkehrmuster. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz in der Stunde an, was ich damit meine. Ein Umkehrmuster heißt, ja, der Abwärtstrend wurde gebrochen und es hat sich ein Aufwärtstrend etabliert. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Hier, das ist der Abwärtstrend, was wir hier nach unten schwingend gesehen haben. Hier war das letzte tiefere Tief. Hier war das letzte Korrekturhoch. Hier hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Das sieht man ja sehr, sehr schön. Und hier, ja, das ist ein bisschen geschwungen, gezappelt hier. Dann war Korrektur da und das Ganze jetzt nach oben hin. Das sind die Verläufe, die wir hier sehen. Und das sind Anzeichen dafür, dass der Markt eher nach oben möchte. Und wer das Ganze traden möchte, hat dann natürlich mit Bestätigung des Ganzen die Chancen offen, hier nach oben reinzulaufen. Und gerade wenn heute Nachmittag auch noch gute Nachrichten vom Ölmarkt kommen, haben wir hier
hier dann das Zeug dazu, rein nach oben zu laufen. Das ist mal das kurzfristige Bild. Wenn wir dann hier über die 54,40 drüber wuppen, dann haben wir Chancen, deutliche Steigerungen im Ölpreis zu sehen. Aber man darf auch eins nicht vergessen, wenn wir uns das Gesamtbild mal noch anschauen, hier, das sind mal so die Schwünge im entsprechenden Abwärtstrend, der hier gelaufen ist. Hier, da war das letzte Korrektur hoch. Hier die weit gelaufene Bewegung. Wo wird denn der Trend gebrochen? Das ist die Marke hier oben bei 54,40. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen mit diesem kleinen gebildeten Trend, ist untergeordnet ein Trend, der ist da, so wie sich hier ein Bewegungstrend gebildet hat, hat sich hier an dieser Stelle halt ein Korrekturtrend gebildet. Der kann sozusagen jetzt also als korrektive Phase gesehen werden. Und dann, wenn er hier oben drüber wuppt, dann haben wir diesen starken Abwärtstrend gebrochen und können dann durchatmen und möglicherweise wieder gute Kurssteigerungen sehen. Entscheiden wird sich das Ganze hier oben an der Marke von 54,40. Also auch hier sei bitte wieder gesagt, immer das Ganze in den Kontext zum eigenen Zeithorizont setzen, damit wir das Ganze dann gut und gerne für das eigene Trading mit nutzen können. So, jetzt bin ich fertig mit meinen Dingen, die ich heute in die Handelsideen geschrieben habe, das heißt die Charts mit Ihnen hier gesamt zu besprechen. Ich schaue jetzt mal kurz in die Fragen rein. Passt soweit, das läuft. Also, wir können hier keine Fragen mehr beantworten. Es sind keine Fragen drinnen. Von der Seite her ganz, ganz lieben Dank für die Zeit heute Morgen auch wieder. Wir lesen morgen wieder in den Handelsideen voneinander und sehen uns dann pünktlich um 8:30 Uhr an gleicher Stelle. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss, Elena, auch vielen Dank.